Rudolf, Sie sprechen so manch einen aus dem Herzen oder den meisten aus dem Herzen heraus. Da stellt sich doch die Frage eigentlich ganz konkret. In dieser Situation, wo es hier brennt, dort brennt und da brennt, warum kommt hier eigentlich keiner auf den Gedanken und sagt als Abgeordneter, ich stelle mal die Vertrauensfrage. Habt ihr noch Vertrauen in die Volksvertreter? Nein. Haben so viel nicht. Und wir werden es in der Petition sehen, klar und deutlich. Wer ist in Petition sehen? Und deshalb kann ich jetzt nur auffordern an dieser Stelle, dass die Abgeordneten, wie sie auch heißen mögen, ihre Vertrauensfrage stellen und der Bürgermeister auch seine Vertrauensfrage stellt. Dann werden wir klare Ergebnisse haben und ich hoffe mal, Wahlbetrug bleibt ausgeschlossen. Also ganz einfach, wir müssen die zwingen, dass die ganz einfach sich vor die Bürger stellen und sagen, habt ihr Vertrauen in uns? Und ich denke mal, weitaus mehr als über 50% werden sagen, sie genießen nicht mehr unser Vertrauen. Und deshalb kann man eins sagen, die müssen weg. Hier muss ganz einfach, hier müssen Neuwahlen ran, ganz schnell, und hier muss sich etwas bewegen. Ganz schnell. Und dafür stehen wir auch hier heute, weil wir sagen müssen, hier muss was passieren. Und hoffentlich alsbald. Also gibt es noch eine Aufforderung jetzt, die nächsten Möglichkeiten auszuschöpfen im vollen Umfang, dass wir sagen können, jawohl, wir sind wieder von Volksvertretern vertreten, wir sind nicht von Volksverrätern vertreten und auch nicht von irgendwelchen Leuten, die ganz einfach auf Münzen ein schlechtes Bild geworfen haben. Und da brauchen wir keinen Namen erzählen, die Namen wurden schon weitaus mehr als heute betont. Also kann man eins sagen an dieser Stelle, seid stark, seid mutig und Volksvertreter, zeigt euch ganz einfach euren Bürgern und stellt eure Vertrauensfrage. Und hoffentlich erst in 2 Jahren, kann vieles schon den Bach runtergelaufen sein.